kann auf jeden Fall hier hingucken. Könnten wir vorhin noch nicht. Zum Exit kommen wir nicht. Wenn wir fallen. Was? Da gibt es einen blauen Fleck. Und dann? Und hilf mir das weit nach oben. Darüber kommen. Da blicke ich noch nicht ganz durch. Lass mal versuchen. Aha. Da können wir dann erst hüpfen. Ich habe immer noch keinen Plan, wie uns das weiterbringt. Aha! So bringt uns das weiter. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Aha. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Er wird sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren.
Okay. Du blödes Wasser. Das ist ein Scheiter. Komme ich vielleicht dran? Oh oh. Können wir ja hier die Decke bestutzen. Wir springen hier nicht vermeiden. Wir nutzen den Knopf hoch. Ah, sehr schön. Oh, Kacke. Das war so knapp. Na komm. Nö, ich will nicht springen vermeiden. Sehr schön. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Au. Oh, schöner Greenscreen. Durchbleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen.
Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Hübsch. Das war schon nicht schlecht. Die Idee ist nicht so verkehrt. Wir erst blau machen. Bin ich jetzt hier oder dort? Da noch einen blauen Fleck drauf haben. Gegenkommen und dann dort da reinflippen. Thank you.
praktisch ist ja die Wand dort in der Weg, im Weg. Das könnte klappen. Fast. Na komm. Ja, knapp daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Es wieder weiß. Ruhig bleiben, sage ich dir immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Maria ist blau. Ja, jetzt. Ach, Dreck. Zu weit. Sie gehen die blaue Farbe und da drüber. Aber noch ein bisschen niedrig hier. Ja, meine Theorie funktioniert schon sehr gut, aber ich spiele zu niedrig. Es müsste ein bisschen höher sein. Es würde klappen, ich ein bisschen höher rankommen würde. Fast. Aber fast heißt eben nicht.
Tja, wenn man es hier vielleicht irgendwie. Wenn wir hier rausfallen würden und dann dort. Den blauen. Es geht zu langsam. Nee. Dann bräuchten wir den Orangen hier. Orangen hier und blauen unter uns. Ja, genau so. Sehr schön. Hat hier gedauert. Okay, da müssen wir wohl hin. Fällt sein, dass wir hier hin sollen. Okay. Noch weitere solche Rätsel. Versuch wert. Was hat uns das jetzt gebracht? Neue Perspektiven haben wir ja nicht. Wenn wir hier jetzt so ein blaues Matsch hätten, dann das wäre was. Damit könnten wir arbeiten. Ja, genau so. Könnten wir da jetzt so hüpfen. Wait. Da wären wir. Und weiter. Kacke. Hörst du das? Es bedeutet, du verbrüderst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre rosa BHs brennen könnten. Sie waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du dich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir.
Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an! Ja. Kickern wir es voll. Deswegen brauchen wir die Box. Aha. Da war nur für eine Box. Das Wasser kriegen. Ja, genau. Im Abwaschen bitte. Okay, das kriegen wir hin. Müssen wir nur irgendwie die Box wegkriegen. Meine Forschung geht nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Na, warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto, gute Fahrt. Ja, ich frag mal nicht. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Kommen wir hier durch. Rettet du so fest. Erschmeichel können wir nicht aufnehmen und Schelme schlagen. Okay. Das einzige Weg, den ich jetzt gerade sehe.